Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Ich habe letztens auf Andy Arbeit reagiert und in den Kommentaren hatte ich gelesen, ich soll mal wieder auf Andy Arbeit reagieren und da habe ich mal vorbeigeschaut und gesehen, hey, der Typ lädt ja tatsächlich wieder Videos hoch. Habe ich mich natürlich sehr gefreut erstmal und habe jetzt gesehen, YouTube-Kacke, Bogenscheißen. Ich habe dafür Stefan mit am Start. Was geht ab, Bro? Wir haben vorhin schon versucht, allerdings hat er meine Aufnahme abgebrochen, auf YouTube-Kacke, Detlef in der Matrix zu reagieren. Jungs, ganz ehrlich, schaut euch dieses Video an, wirklich absoluten Legenden. Status. Aber jetzt geht's einfach um YouTube-Kacke, Bogenscheißen. Das ist ganz genau Stefans und mein Humor. Ich denke, das könnte etwas witzig werden. Bogenscheißen boomt. Es boomt. Es macht Spaß, Spaß, trainiert die Muskeln und unseren Arsch. Anlegen. Anna. Das trifft. Och, Digga. Nein, echt jetzt? Also, ich weiß nicht, Digga. Also, du darfst dreimal raten, aus welcher Serie das ein Game of Thrones. Richtig. Ich bin immer noch dafür, dass du die Serie irgendwann anschauen sollst. Ah ja, komm, Digga, jetzt judge mich doch nicht dafür. What the fuck? Okay, ist beim Bogenscheißen nicht das Wichtigste. Wow. Es geht mehr um Körpergefühl, um Achtsamkeit. Bogenscheißen wird auch bei unser Reporter Fero Andersen eingesetzt. Oha! Das hat er nicht schlecht gemacht. Also, wenn man das irgendwann können sollte, dann muss ich aber los. Das würde immerhin die Zeit sparen, die man damit verschwendet, dass man hinrennt und die Pfeile wieder rauszieht. Weil ich habe auch früher einen Bogen gehabt, to be honest. Und so ein paar Pfeile, die Stars halt. Also, ich hatte mal früher sogar einen selbstgemachten Bogen. Das war richtig nice. Und dann hatte ich irgendwann mir einen gekauft, so einen professionelleren. Und das hat echt Spaß gemacht, sag ich dir ehrlich. Mit so Zielscheibe und so aus Stroh. Das war geil, ohne Witz. Knapp daneben ist eben doch Frau... Ja, ja, ja. Ja, ei. Man muss schon noch beim traditionellen Bogenscheißen susen. Zum anderen aber. Also, oh mein Gott, hast du die Augen gerade? Ja, ich hab's aktuell noch da. Digga, ohne Scheiß, ich find's super funny, wie er das schneidet. Immer diese Backwards, diese Atemzüge und so weiter und dieses viel ineinander, dieses Bildspiegeln und so weiter. Übel. Feier ich ultra heftig. Könnten Sie es? Kelp. Saß. Das Treffen kommt von allein. Ich gehe schießen. Auf 90 Kinder. Okay. Das ist das A und O. Gerade beim traditionellen Bogenschießen. Darum geht es auch Günther und Andrea. Günther, Günther, Alter. Warum hat Andrea nicht so coole zwei Namen? What the fuck? Was ist mit ihr? Hi. Ja. Nur noch eine und dann eine kurze Pause. Hi. Hi. Hey. Hi. Wie lange bist du schon dabei? Fuff ungefähr. Früher habe ich Probleme durch Bildschirm ab. Einfach mal Fuff dabei sein, geil. Der Baum ist durch Bildschirm. Früher habe ich bis ungefähr. Speziell Nackenbereich. Und das Bogenschießen hat mir geholfen da, dabei. Wie lange dauert das, wenn du. Was? Was hat er gesagt? Ich habe ihn komplett verstanden, Digga. Ja, safe, bin ich bei dir. Von der Arbeit hierher kommst, bis du wirklich gelassen bist. Es war schon eben sehr lange ein Teil meines Lebens und es gehört einfach dazu. Und jetzt wieder mit dem Schießen hat man so das Gefühl, auch man hat sein Leben zurück. So, man hat sehr viele Dinge im Und wir gehen mal ganz. Alles klar, Digga. Also ich weiß nicht, was die beim Bogenschießen noch so Bogenscheißen noch so veranstalten. Ah, jetzt macht das auch ganz wieder einen Sinn. Ah, never mind. Zu dem Trainer des heutigen Tages. Singer Hages. Oh, ich will eine Bogenschießen von Savi. So, dann hier. Und dann schießen. Schießen. Ne! Schießen, Alter. Hä, hey, ne! Ne! Dann los. Er kann es gar nicht glauben, Digga. Er kann es einfach nicht glauben. Hey. Warum gerade Bogenschießen? Naja, was Sie so jetzt als Entspannung wahrnehmen, ist in Wahrheit in der Tat das Ergebnis oder der Nachhall von Krawall, ne? Was? Ja, nee, komm. Beine check. Aha. Check. 1, 2, 3, Abschuss. Abschuss. Digga, dieses Gesicht, ganz kurz bevor er den Pfeil wieder zurückbekommen hat, war zu wild. Die meisten schmeißen. Und wir brauchen natürlich dafür den richtige Pfeile. Ja, wir nicht die richtige Pfeile. Was hältst du davon? Was hältst du davon? Bogenschießen ist in. Und wer ins Ziel treffen möchte, der braucht natürlich Gugen. Hier löst ne Pro. Die kann man kaufen. Weißt du was? Okay. Sabas. Den schenke ich dir. Jawoll! Ja.
Bis zum nächsten Mal bei Gesundheit und bleiben Sie vor allem eines, gesund. Oh Mann, ey. Ja, also ich sage sehr, sehr viel. Also an die Arbeit. Bruff, ich weiß nicht, wenn du die Reaction siehst. Sehr, sehr geile Videos. Mach auf jeden Fall so weiter. Da muss ich auch an der Stelle nochmal einen Like da lassen, ne? Ich habe wie immer bei mir unten alles in der Beschreibung verlinkt. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Lasst ihn ein Like, ein Abonnement, einen Kommentar da. Will ich auf jeden Fall mehr von solcher YouTube-Kacke sehen. Und vor allem mehr von Detlef, weil die schallern anders. Also YouTube-Kacke, Detlef in der Matrix, schaut euch das unbedingt an. Und ja, wenn euch die Reaction gefallen, dann würde ich mich natürlich auch sehr über einen Like, ein Abonnement und einen Kommentar freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.